Verzieh dich, du gottlose Hexe! Mit einem Knall wurde die Tür vor Yennefers Nase zugeschlagen. Es war bereits die dritte und so langsam war sich Geralt sicher, dass sie das nicht mehr kalt ließ. Die Priesterinnen der Freya hatten nicht übertrieben, als sie sagten, dass niemand Yennefer mehr einlassen sollte. Geralt war sich dabei nicht sicher, warum sie überhaupt nach einer Unterkunft suchten. Nachdem sie ihre Informationen geordnet hatten, war ihnen klar, dass ihre Suche nach Ciri nur vorangehen könnte, wenn sie dieses Wesen untersuchten, welches momentan in der Burg des Barons von Velen saß. Es war ganz offenbar verflucht und ihre einzige Spur zu Ciri. Und Geralt war sich auch sicher, dass Yennefer, auch wenn sie viel Kraft für die Nekromantie aufgebraucht hatte, noch genug übrig haben sollte, um einen einfachen Teleport zu ermöglichen. Aus irgendeinem Grund jedoch wollte Yennefer die Insel Hindarsfjall noch nicht verlassen. Geralt hatte es dabei schon aufgegeben herauszufinden, warum dies der Fall war. Wenn sich Yennefer etwas in den Kopf gesetzt hatte, würde sie es auch durchziehen und sie würde ihn auch erst dann einweihen, wenn sie der Meinung war, dass es Zeit war. Doch mit jeder zugeschlagenen Tür spürte Geralt den Frust in Yennefer anwachsen. Natürlich war sie zu stolz, ihm das zu zeigen, und so ließ sie ihn nur wissen, dass sie ein wenig Zeit für sich selbst brauchte. Er wusste, dass Yennefer keine Hilfe akzeptieren würde, doch er konnte das Ganze auch nicht weiter mit ansehen. Während Yennefer also ihren Zorn stillte, beschloss er, die Priesterinnen der Freya aufzusuchen. Der Tempel der Freya befand sich nur unweit des Gartens, zu welchem auch viele normale Leute zu kommen schienen. Schnell fand er dort die oberste Priesterin Josta, welche er und Yennefer bereits in Lofoten getroffen hatten. »Was willst du, Hexer? Hatte ich mich nicht klar genug ausgedrückt?« »Nein, es war ziemlich offensichtlich. Aber ich wollte um etwas bitten.« Josta hob leicht die Braue. Damit hatte sie offenbar nicht gerechnet. »Könntet ihr es ermöglichen, dass Yennefer doch noch eine Unterkunft bekommt?« Josta begann zu lachen. »Du beliebst zu scherzen. Die Zauberin spürt endlich die Folgen ihres unbedachten Handels und ich soll dieses lehrhafte Erlebnis unterbrechen?« »Es geht nur um ein paar Tage. Danach seht ihr uns nie wieder.« »Nein.« Und damit schien die Angelegenheit für Josta erledigt zu sein, da sie ihm bedeutete, zu gehen. »Und wenn ich etwas als Gegenleistung anbiete?« »Was sollte ein Hexer schon einer Priesterin Freyas anzubieten haben, das die Taten der Zauberin ausgleichen sollte?« »Ihr habt doch noch immer das Problem mit Morgwag im Garten der Freya. Denkst du nicht, die Göttin würde ein wenig Gnade zeigen, wenn dieses Monster aus ihrem heiligen Garten verschwindet?« »So, du willst also unsere Notlage ausnutzen?« »Sicher nicht. Ich biete nur meine Arbeit an und frage nach einer entsprechenden Belohnung.« Josta sah ihn eine Weile an, doch schlussendlich sagte sie nur, »Nun gut, Hexer, wenn du uns von Morgwag befreien kannst, werde ich dafür sorgen, dass deine Zauberin eine Unterkunft für die nächsten Tage bekommt. Aber danach solltet ihr lieber nie wieder auf diese Insel kommen.« Geralt nickte. Dann war es nun an der Zeit, an die Arbeit zu gehen. Er wusste zwar nicht, wie er den Fluch brechen sollte, aber das war ja nun wirklich nicht der Erste. Als Erstes hieß es also, Informationen zu sammeln. »Morgwag, nie gehört. Was genau ist er?« »Nicht was, sondern wer. Der schlimmste Mann, den es auf Skellige je gegeben hat. Nichts war ihm heilig. Er plünderte die Ländereien seines eigenen Clans, nahm Gold von Nilfgaard, ermordete Schwangere und ich kenne solche Typen.« »Es hieß, er fürchte nur eins, und dies heimlich. Den Zorn der Götter. Morgwag beschloss, alle eines Besseren zu belehren. Auch sich selbst. So kam er nach Hindarsfjall, um den Garten der Göttin zu plündern. Das war vor vielen Jahren. Die Erzpriesterin Ulve verstellte ihm den Weg. Er erstach sie und warf sie in den Dreck. Während sie verblutete, verfluchte sie Morgwag und er verwandelte sich in ein Monster.« »Es kann sein, dass ich diesen Morgwag schon getroffen habe. Ist das ein Werwolf?« »Ich weiß es nicht. Ich habe ihn noch nie gesehen.« »Schade. Ich hatte gehofft, dass du mir mehr über ihn sagen könntest, was mir bei meiner Arbeit hilft.« »Du könntest mit Torda, Sohn des Einar, sprechen. Er hat Morgwag und seine Männer in den Garten einfallen sehen. Leider war er der einzige Pilger, der diesen Tag überlebt hat. Er wohnt in Larvik. Dort findest du ihn am Anleger, falls er nicht auf See ist.« Geralt war sich sicher, dass das Aufheben des Fluches sicher nicht einfach werden würde, doch in solchen Fällen ist das genaue Kennen der Umstände und eventuell sogar der genaue Wortlaut des Fluches oftmals von Entscheidung. Er beschloss, diesen Pilger aufzusuchen, der das Ganze vor Jahren mit angesehen hatte. Am Hafen von Hindarsfjall fand er ihn auch, wie er gerade ein Boot für das Ausfahren vorbereitete. »Jorre, du Armleuchter! Noch eins und ich lass dich Kiel holen!« »Hast du kurz Zeit?« »Ich bereite das Boot vor, siehst du nicht? Nilfgaardische Hunde, wir jagen uns ein paar.« »Es geht um größere Beute. Morgwag.« »Ah, daher weht der Wind. Na gut, frag. Zu Ehren Freyas.
Du warst dort, als Morgwag den Garten plünderte. Hast angeblich als einziger überlebt. Stimmt, ich konnte fliehen. Die große Mutter hat mich an diesem Tag beschützt. Aber ihre Priesterinnen waren ihr egal? Sieht so aus. Morgwag fesselte sie und schnitt ihnen die Kehlen durch wie Pferden, die man opfert. Und er lachte. Verstehst du? Er lachte. Aber Erzpriesterin Ulve verfluchte ihn mit dem letzten Atem. Du bist eine Bestie und sollst für immer eine bleiben. Heilige Frau. Du hast den Priesterinnen nicht geholfen. Wieso nicht? Wie hätte ich das denn tun sollen? Alleine gegen ein Dutzend Plünderer, die... Was glotzt du so? Ich staune nur. Ihr seid hier doch besessen von Ehre und Mut und so weiter. Und du gibst einfach Fersengeld? Seltsam. Bin nicht stolz drauf. Seit jenem Tag suche ich den ehrenhaften Tod auf See. Aber die Göttin hält es wohl nicht für angebracht, mich zu rufen. Noch nicht. Was geschah mit Morgwag? Kaum zu glauben. Aber ihm wuchs ein Fell und sein Gesicht wurde zur Wolfsschnauze. Er heulte lang und schmerzerfüllt und dann stürzte er sich auf seine Männer. Sie wollten fliehen, aber er war schnell wie der Blitz. Und als er sie tötete, als seine Kiefer sich um ihre Kehlen schlossen, wurden sie zu Asche. Einfach so. Und rieselten ihm aus dem Maul. Nicht gut. Der Fluch ist komplex, mehrstufig. Wie die Macht der großen Mutter. Wenn es stimmte, was dieser Thor da sagte, dann waren die Worte des Fluches, die die Priesterin im Angesicht des Todes ausgesprochen hatte, recht simpel gewesen. Fast ein wenig zu simpel. Dass Morgwag sich in ein Monster verwandelt hatte und selbst nach dem Tod an den Garten gebunden war, konnte Geralt durchaus nachvollziehen. Doch da war noch diese zweite Stufe des Fluches, die er schon bei seinem ersten Besuch im Garten von Morgwag erfahren hatte. Das Essen. Alles, was Morgwag aß, schien in seinem Maul zu Asche zu werden, wodurch ihn ein nicht enden wollender Hunger plagte. War ein solch komplexer Fluch auch mit einem solch einfachen Spruch zu wirken? Die Macht innerhalb des Gartens war stark, keine Frage, doch ohne Richtung war ein solch spezieller Fluch recht fraglich. Doch nach so vielen Jahren kann der genaue Wortlaut des Fluches durchaus auch vergessen werden. Geralt brauchte also dringend mehr Informationen und die konnte er nur am Ort des Fluches selbst finden. Ein Anhaltspunkt für ihn könnte der Ort sein, an welchem Morgwag die Priesterinnen getötet hat oder an welchem er immer wiedergeboren wird. Falls es einen solchen Ort überhaupt gab. Wenn das Gesagte stimmte, dann sollte Morgwag seit seinem letzten Besuch bereits wieder zurück im Garten der Freya sein und Geralt fand auch sogleich frische Spuren, die er das letzte Mal noch nicht gesehen hatte. Sie führten ihn zu einer Höhle im hinteren Bereich des Gartens, wo seine Ohren ihm schon frühzeitig wissen ließen, dass er auf der richtigen Spur war. Schlüssel! Ramond! Wo ist der Schlüssel? Alles, was ich habe, im Kapitelhaus, in der Truhe... Aber der Schlüssel! Ah, wo ist er? Ah. Warum so still, Ramond? Du! Gauner! Hurensohn! Wertloser Bastard! Ah. Ich finde den Schlüssel! Ohne dich, Idioten! Mieses Arschloch! Morgwag stürzte sich wieder direkt auf ihn. Ob er Geralt von seinem letzten Besuch bereits vergessen hatte, ob es die Furcht war oder ob es Teil des Fluches war, dass er ihn angreifen musste, war Geralt im Moment erstmal egal. Wie auch zuvor konnte Geralt ihn bereits mit wenigen Hieben zu Boden zwingen, doch leider konnte ihm auch Morgwag keine genaueren Informationen über den Fluch geben. Scheinbar waren seine Erinnerungen an den Tag leicht verschwommen, sodass er sich nicht an den genauen Wortlaut erinnerte. Um ein wenig Zeit zu haben, bevor er zurückkam, erledigte Geralt Morgwag fürs Erste und sah sich dann in der Höhle um, die Morgwags Lager zu sein schien. Bevor er sich auf ihn gestürzt hatte, hatte Morgwag von einem Schlüssel zum Kapitelhaus gesprochen. Als er sich umsah, fand er einige Löcher, die in eine tiefer gelegene Höhle zu führen schienen. Über den Garten konnte Geralt auch einen zweiten Eingang zu diesen Höhlen finden und fand dort unter anderem eine Menge an Skeletten. Eventuell alte Opfer von Morgwag, die ihn in seiner Höhle angegriffen hatten, oder vielleicht sogar alte Kameraden. Unwichtig, denn was Geralt dort fand, war der Schlüssel zum Kapitelhaus, welches neben dem großen Baum im Zentrum stand. Wie er von Morgwag gehört hatte, befand sich darin eine Truhe mit scheinbar allen seinen Besitztümern. Der Großteil war ziemlicher Schund, scheinbar irgendwelche Beute aus seinen alten Raubzügen, nichts, was mit dem Fluch in Zusammenhang stehen könnte. Doch unter all diesen Dingen fand Geralt auch ein Tagebuch.
Er hätte nicht gedacht, dass ein Mann mit einem solch brutalen Ruf ein Tagebuch führen würde, und was Geralt darin sah, ließ die ganze Geschichte noch einmal in einem anderen Licht erscheinen. Ohne Zeit zu verlieren, schwang er sich auf Plötze und ritt in Richtung des Hafens, in der Hoffnung, es noch rechtzeitig zu schaffen, bevor das Boot heute ablegen würde. Zu seinem Glück war das Boot noch nicht ausgelaufen. Mein Gruß, gelobt sei Freya. Lügner. Was? Bei den Brüsten der großen Mutter? Spar dir das. Ich kauf dir deine Frömmigkeit nicht ab. Du warst einer von Morgwags Männern. Sieh an, wie klug du bist. Aber eins hast du übersehen. Die Jungs hier sind meine Männer. Jeder bis an die Zähne bewaffnet. Ich stell euch vor. Geralt war sicher nicht in der Stimmung, jemanden wie Thorda einfach entkommen zu lassen, und er war sich auch sicher, dass Josta das ebenfalls nicht positiv aufnehmen würde. Doch wenn er den Fluch brechen wollte, brauchte er zunächst mehr Informationen. Ich bin Hexer, kein fahrender Ritter. Ich bin nicht der Gerechtigkeit wegen hier. Und warum gräbst du dann die Vergangenheit aus? Weil ich wissen muss, was im Garten genau geschehen ist, um Morgwags Fluch zu brechen. Und warum zur Hölle? Soll der Hurensohn doch leiden bis Ragnarok? Ach was, bis zum Tag danach? Ich mach das beruflich. Das hab ich auch mal gesagt. Bis Morgwag Befehl gab, nach Hindarsfjall zu segeln. Ich habe viel und grausam geplündert. Frauen getötet, Kinder, wen immer meine Axt eben traf. Aber Priesterinnen, es war sogar mir zu viel. Als es vorbei war und Morgwag mit den anderen trank, nahm ich dies zur Hand. Ein Wolfszahnanhänger, mit Runen bedeckt. Ich hatte ihn von meinem Vater, dem Godi unseres Dorfs. Er sagte, wen immer ich damit ritze, erleide ein Schicksal schlimmer als der Tod. Er hat wohl recht behalten. Hat dein Papa auch erwähnt, wie man es umkehrt? Das Opfer muss nur den Zahn bekommen, das ist alles. Aber du kriegst ihn nicht. Der Hurensohn soll leiden. Ich nehme den Zahn. Du kannst ihn mir geben, oder? Hier ein Rat. Drohe niemals einem Skellige-Krieger. Erst recht nicht, wenn er ein Langboot kommandiert. Es war schon eine Weile her, dass Geralt gegen mehrere Leute gleichzeitig hatte kämpfen müssen. Den ersten Angreifer erledigte er mit einem gezielten Hieb auf den Hals. Danach nutzte er die angestaute Kraft aus dem Garten der Freya, um das Zeichen Quen mit dem Zeichen A zu kombinieren und eine Schockwelle zu erschaffen, die Thorda nicht nur von den Füßen riss, sondern ihn auch hart genug aufschlagen ließ, um ihn zu erledigen. Den kurzen Moment der Unsicherheit nutzte Geralt aus, um den dritten Gegner zu erledigen. Und er hoffte, dass diese Demonstration der Kräftedifferenz das letzte Mitglied der Mannschaft zur Aufgabe bringen würde. Doch er unterschätzte mal wieder die Skelliger. Er blockte den vollkommen ungeordneten Angriff und enthauptete schlussendlich auch den letzten Mann der Mannschaft. Thorda hatte zumindest nicht gelogen. Er hatte den Zahn tatsächlich dabei. Jetzt war nur noch die Frage, ob dieser auch die entsprechende Wirkung hatte, die Geralt erhoffte. Sein Medaillon vibrierte auf jeden Fall leicht, Magie war definitiv in diesem Zahn enthalten. Die Zeit, die inzwischen vergangen war, reichte auch bereits für die Rückkehr Morgwags aus, und wie auch die letzten beiden Male war der Kampf deutlich kürzer, als Geralt das vermutet hätte. Nicht schon wieder. Du kannst dem ein Ende machen. Erlöse mich. Hier, leg den hier an. Noch mehr. Zähne brauche ich nicht. Nicht klugscheißen. Anlegen. Ich bin erlöst! Erlöst! Endlich! Oh, wo ist die nächste Taverne? Ich könnte ein Grillschwein essen. Oh nein, lieber ein Rind. Und mit einem Fass Bier runterspülen. Ach, dann in See stechen. Sie haben mich bestimmt vergessen. Aber ich werde sie schon erinnern. Verdammt! In Novigrad, überall. Ich bin wieder da. Tut mir leid, kommt nicht in Frage. Warum hast du mich denn erlöst, verdammt? Um dich zu töten, endgültig. Morgwag war scheinbar auch in seiner menschlichen Form keine größere Gefahr. Ob das nun daran lag, dass er gerade von einem Fluch erlöst wurde, oder ob er auch schon damals mehr durch Furcht seine Mannschaft zusammengehalten hatte, war Geralt dabei recht egal. Er hatte den Fluch gelöst und wollte sich nun seine Belohnung von Josta abholen. Nun, Hexer, wie steht es mit der Arbeit? Morgwag ist erledigt.
Und ich soll deinem Wort einfach so glauben? Das musst du nicht. Schick jemanden in die Höhle am Ende des Gartens. Dort solltet ihr seine Leiche finden. Nun gut, ich kann nicht sehen, dass du mich anlügst. Und wenn du es doch tust, dann weißt du ja sicher, welche Strafe dich und deine Zauberin erwartet. Ich werde mich auf jeden Fall darum kümmern, dass sie eine Unterkunft für die nächsten Tage findet. Und nun geh lieber, bevor ich es mir noch anders überlege. Geralt verabschiedete sich und suchte Yennefer in Larvik auf. Sie hatte sich über die Zeit scheinbar beruhigt gehabt und zusammen machten sie sich wieder auf die Suche nach einer Unterkunft. Yennefer hatte sich schon einige Argumente und auch Flüche zurechtgelegt, doch zu ihrer Überraschung ließ sie bereits der erste Gastwirt ein Zimmer mieten. Wenn auch scheinbar mit einigem Widerwillen. Yennefer war klar, dass Geralt etwas damit zu tun haben musste. Er war schon immer ein schlechter Lügner gewesen, doch ausnahmsweise sah sie dieses Mal davon ab, seine Gedanken zu lesen und herauszufinden, was in ihm vorging. Sie war ihm dankbar und würde die Zeit, die er ihr ermöglicht hatte, sicher nicht verschwenden. Doch sie dachte auch, dass Geralt sich für seine Arbeit eine kleine Belohnung verdient hatte. Und diese sollte er in dieser Nacht zur Genüge bekommen.